So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Unboxing. Und weil sich alle immer beschwert haben, dass ich im Badezimmer Unboxings mache, sind wir jetzt im Schlafzimmer. Adi Schatz ist auch da, der liegt nämlich hier unten, den habe ich extra mit reingeholt. Und das ist der Turm, um den geht's jetzt. Das sind die ganzen Pakete, die ich heute aufmachen möchte. Da sind selbstbestellte Sachen dabei, Sachen, die hat Pupsi bestellt, wo ich nicht mal weiß, was drin ist. Fanpakete sind auch da von den Zuschauern. Irgendwie wollte ich das als Thumbnail haben, aber ja, keine Ahnung. So muss das jetzt hier aussehen fürs Thumbnail. Ich schaff's nämlich nicht, mich hinzusetzen und das irgendwie auf den Schoß zu nehmen, weil das ist einfach zu viel, das ist einfach zu hoch, das ist einfach zu schwer. Wir pflanzen uns hin ohne Hose und packen jetzt mal aus. So, ich habe noch eine bessere Idee, weil es immer sympathischer und persönlicher wirkt, wenn man selber auf dem Thumbnail mit drauf ist, habe ich mich jetzt einfach mal daneben gestellt und will euch zeigen, das sind die Pakete, die wir auspacken fürs Thumbnail, ganz kurz diesen. Und jetzt Videostart. So, wir fangen mal mit dem oberen hier an, das ist dieses kleine, das ist noch zu. Da müssten immer irgendwo Babysachen drin gewesen sein, aber auch Sachen, die ich selber brauchte. Was das genau ist, muss ich jetzt mal schauen. Ach, das ist das Gewürz. Das hat, glaube ich, der Obibo mir bestellt. Der hat gesagt, Ramses, kennst du das schon? Das musst du unbedingt mal testen. Ah, da ist auch ein Zettel mit drin. Den können wir euch auch kurz zeigen. Weg damit. Obwohl, warte mal, das. Der Müll kommt auf den Boden, der Rest kommt her. Ein Geschenk von Oliver und Heike, den Nachnamen lassen wir mal weg, möge dir das Feuer in dein Rektum fahren und dir die Tränen in die Augen treiben. Liebe Grüße, Obiba, aka Olli. Scovilla Carolina Reaper Chili Pulver im Shaker, 50 Gramm. Er hat nämlich gesagt, Ramses, kennst du dieses Pulver? Pack das mal in deine Wunschliste bei Amazon, dann bestelle ich dir das. Hat er gemacht, habe ich gemacht, jetzt kam es also an. Danke an Obibo für dieses Carolina Reaper Scovilla Chili Pulver bis zu 2,2 Millionen. Hier steht auch nochmal drauf, extrem scharf, also da muss man wirklich vorsichtig mit umgehen. Ich bin gespannt, ich habe ja schon getrocknete Carolina Reapers gegessen mit Hannes und dann auch nochmal frische, saftige, wie das Pulver jetzt schmeckt. Das könnte man ja mal auf einem Döner testen, damit man genau weiß, wie krass und heftig das ist. Zutaten, Carolina Reaper Chili gemahlen. Das sagt schon alles. Zweites Ding ist das hier. Das habe ich schon mal aufgemacht, weil da waren Babyschnuller drin, 3 Stück. Aber auch noch was anderes, und zwar das, was jetzt hier rumfliegt. Und hier ist irgendwie noch ein Zettel drin. Das ist aber, das ist nur Rechnung. Das brauchst du nicht. Und jetzt haben wir das, wo alle aufmerksamen Zuschauer vielleicht schon mal mitgekriegt haben, das habe ich mir schon mal bestellt und dann habe ich es wieder zurückgeschickt, weil ich dachte, das brauche ich nicht. Mittlerweile habe ich gedacht, ich brauche es vielleicht doch. Das ist eine Dual Butter Charger Waterproof Light More Powerful. Also das ist ein Aufsatz für die GoPro für Licht, dass auf der GoPro oben Licht drauf ist. Wenn ihr irgendwas filmt, irgendwo langlauft, müsst ihr nicht mit einer Kopflampe leuchten. So dass, wenn ihr die Kamera vor euch haltet und die Kopflampe, dann gibt das ja Schatten und sieht doof aus. Oder wenn ihr mit dem Handy in der einen Hand und der GoPro in der anderen, das ist auch total bescheuert, ein Licht auf der GoPro obendrauf. Für Wanderungen, für Übernachtungen, für irgendwas im Dunkeln, ne, ist das auf jeden Fall genial. Ich wollte es halt für Sachen, wenn ich mich selbst anleuchte, es war mir zu hell, aber um die Umgebung auszuleuchten, passt das hoffentlich. Kommen wir zum nächsten. Hier ein Paket. Ich habe mir ein Holy-Paket bestellt. Timo hat mir ein Holy-Paket geschickt und gesagt, aber Vorsicht, da habe ich das nur reingetan in den Karton, nicht, dass du denkst, das ist nochmal Holy. Also, das ist ein Fanpaket von Timo Rüger, Bayreuth, der übrigens auch zur Geburtstagsparty kommen möchte. Das nehme ich jetzt vor dem Geburtstag auf. Wann das dann mal online kommt, weiß ich nicht. Wir gucken auf jeden Fall jetzt hier mal rein, was der Timo uns Schönes geschickt hat. Machen das so auf. Haben dann hier drin, das ist doch schön, der Karton sieht schon genial aus. Und dann habt ihr hier von meiner Lieblingsfirma 4Bro Limonade. 4Bro 443 Grusa. Limo mit Eisbonbon, Himbeergeschmack und extra wenig Kohlensäure. Die sieht ja so schon richtig krass aus.
die dann noch testen, sind 2 Flaschen Eisbonbon Himbeergeschmack. Aber das Test machen wir in einem extra Video. Plus 2 Packungen hier von Samyang Carbonara. Ich habe keine Carbonara mehr, meine sind leer. Samyang-Nudeln, meine Lieblingsnudeln, egal was für eine Sorte, Samyang geht immer. Dankeschön, Timo, an dieses kleine, süße, super geniale Geschenk. Samyang 4Bro Limonaden sieht auf jeden Fall gut aus. Komm mal zu dem nächsten Teil hier drüben. Das ist auch was von Amazon. Schneid mal auch mal auf. Da ist jetzt, glaube ich, wieder was drin, was Pupsi haben wollte. Und ich dachte, wenn wir eh einmal bestellen, bestelle ich auch noch was, was schon seit Ewigkeiten auf meiner Wunschliste drauf ist, was ich unbedingt haben will, was auch ein bisschen teuer ist, was das teuerste, glaube ich, noch auf meiner Wunschliste war. Bevor das jemand von den Zuschauern bestellt, bestelle ich das lieber selber, sodass da nicht so teure Sachen drauf sind. Packen den Müll mal hier rüber. Und das ist hier für Pupsi, das ist egal, das brauchen wir euch gar nicht zeigen und in die Kamera halten. Wer weiß, was das ist, schreibt es mal rein, das ging voll schnell. Und jetzt, pass auf, dieses genial, ich wusste gar nicht, dass das ein Boxset ist. Ich dachte, das kommt einfach die Flaschen so, wie sie sind, aber das ist ja ein richtiger Karton. Hersteller Crazy Bastard Soße in Berlin. Lebensmittel Food Best Before 25. Das passt. Da sind 7 verschiedene Chili-Soßen drin von Crazy Bastard. Die werden auch mal in dem Tasting rangezogen. Was da alles sonst noch draufsteht, wir dürfen die Unboxings nicht so ausführlich machen. Ihr müsst nur sehen, was das ist. Mich überrascht aber jetzt schon, dass sie hier in diesem super genialen Karton kommen. Guckt euch den Crazy Bastard an. Dieses Logo, diese Flaschen, diese Aufmachung. Wenn der leer ist, wird der ins Regal gestellt, wird auf jeden Fall aufgehoben. So. Dann haben wir ein Paket, das hat Pupsi bestellt, wovon ich nichts mitbekommen habe, von K-Rahmen EU. Pupsi hat ja schon mal bei K-Rahmen bestellt. Damals habe ich das richtig gelobt, weil die so einen coolen Sticker haben. Da waren Bonussachen mit dabei, da waren kleine Flyer dabei, andere kleine Sticker. Da waren Stäbchen dabei, gratis. Da soll es wohl auch Samyang-Nudeln geben auf der Seite. Jetzt bin ich mal gespannt. Sie nervt die ganze Zeit schon damit, wann ich endlich mal ein Unboxing wieder mache. Sie will ihr Paket haben, deswegen sitze ich jetzt gerade hier und versuche das aufzumachen. Nur für Pupsi mache ich das. Eigentlich wollte ich mir noch Zeit lassen, da ich noch 2-3 andere Sachen erwarte, das zusammen machen, aber ich mache es jetzt für Pupsi. Also irgendwie müssten Nudeln drin sein. Ich habe versucht, die Sorte zu erraten, habe es nicht geschafft. Sie hat immer wieder Nein gesagt. Angeblich sind noch andere Sachen drin. Was es jetzt wirklich genau ist, sehen wir hoffentlich, wenn wir jetzt hier reinschauen. Machen nämlich mal das auf und das auf und das weg und das hier rüber. Könnt euch das so mal kurz zeigen. Seht ihr das? Das sieht gut aus. Da ist nämlich ein Pack Samyang Bulldog Cheese drin. Meine Lieblingsrahmen. Nochmal ein Pack Samyang Bulldog Cheese. Wir versuchen es mal wieder reinzustopfen, damit das so original aussieht, wie es ist. Dann haben wir Bento, irgendwas, Nassau, irgendwelche Cracker, wohl mit Schaf dran, ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall total aufgeplustert, eine dicke, fette, aufgeplusterte Packung irgendwas, was Cracker oder irgendwas sein sollen. Dann haben wir eine Packung, Samyang Three Spicy, die Limited Edition, 3-mal scharf. Ihr kennt Two Spicy, ich kenne Three Spicy, hier ist auch nochmal Three Spicy dabei. Die sind richtig brutal, richtig genial vor allem. Dann haben wir hier vorne Onion Rings. Onion Rings Spicy Flavored. Also eigentlich Zwiebelringe, aber mit extra Spicy Flavor. Hier drüben haben wir Hot Chicken Flavor Zalduk von Samyang. Das ist irgendwie so ein Snack, ein Samyang-Snack zum So-Essen, was aussieht wie irgendwie so Macaroni-Hörnchen. Was das genau ist, weiß ich leider nicht. Ich glaube, so eine ähnliche Tüte haben wir schon mal, habe ich noch nicht getestet. Muss ich endlich mal machen, mich mal an die anderen Samyang-Produkte rantrauen. Dann haben wir hier was zu trinken, und zwar einmal Mogu Mogu Strawberry Flavored Drink with Nada de Coco. Got the Chew. Sieht aus wie
Er sieht aus wie, na, wie heißt, wie Bubble Tea. Bubble Tea in der Flasche, weil hier einfach lauter Stückchen drin sind. Kennt man das? Es sind wie Bubbles drin, Fruchtstückchen, Erdbeer, alles. Erdbeer mit Nata de Coco. Klingt interessant, kenne ich nicht, noch nie gesehen. Dann haben wir Taro Flavor Bubble Milk Tea Drink. Also nochmal so eine Art Bubble Tea in der Dose zum Trinken mit Bubbles drin. Dann haben wir hier drüben Milky's Banane, Banana Carbonated Drink. Carbonated heißt doch aber wieder, dass da Kohlensäure drin ist. Eine Bananenlimonade mit Milch? Sagt Pupsi bestimmt wieder, was? Das ist richtig eklig, das wusste ich doch nicht. Das gleiche haben wir anstatt Banane auch noch mit Erdbeer. Ein Carbonated Milky Strawberry Drink, also beziehungsweise Erdbeermilch mit Kohlensäure, müsste das dann sein. Hier nochmal Banane, Bananenmilch mit Kohlensäure. Hier noch eine Flasche, eine Dose von, kannst du nicht lesen, sieht aus wie Pfirsich, mit Kokos. Super schöne Dose, die ist hier so rosa, die sieht genial aus. Alles japanisch drauf, guckt euch das an, da ist eine Kokosschale, da ist eine Pfirsichfrucht drin. Also interessant gemacht. Hier liegt aber noch was. Was das ist, weiß ich nicht, deswegen versuchen wir das, was hier so drin rumfliegt, jetzt nochmal rauszuziehen. Das ist das, das war nämlich hier in diesem komischen Pappteil drin. Hatta, da ist auch Erdbeer drauf. Eine Erdbeer, die freut sich. Eine Erdbeere, die erschrocken ist. Und noch eine Erdbeere, die den Mund zukneift. Was das genau ist, weiß ich nicht. Hatakosen Ramune Strawberry Flavor 200 ml. Alkohol scheint es nicht zu sein. Es ist nämlich hier nichts drauf. Jetzt zeigen sie, du nimmst das ab, du drückst was drauf, du machst sonst was. Ist das zum Sprühen? Ist das gar nichts zum Trinken? Ist das ein Duftspray? Ist das... Ich habe keine Ahnung. Pupsi wird uns sicherlich irgendwann aufklären, was sich da wieder für perverses Zeugs gekauft hat. Das heißt, das stellen wir jetzt auch mal weg. Hier rüber mit dem Karton. Oh, Pikachu! Sieht man überhaupt das Pikachu im Hintergrund? Vielleicht ein bisschen. Dann haben wir jetzt nochmal ein Paket von Timo. Timo Rüger nochmal mit einem gelben Paket. Machen wir auch auf. Ich sag die Leute früher immer, hey, wieso filmst du im Bad? Das ist doch voll assi im Bad. Auf der Toilette, das geht ja gar nicht. Habe ich gedacht, setze ich mich ins Schlafzimmer mit der Unterhose. Da regt sich bestimmt keiner auf. Machen wir mal das auf. Haben hier Zeitungspapier drin. Nehmen das Zeitungspapier raus und haben hier ein Babypaket, so wie es ausschaut. Guckt euch das mal an auf den ersten Blick. Ich sehe Windeln und ich sehe ein Pikachu und ich sehe ein so ein Tuch da hier, so ein, was ist denn das? Es knistert auf jeden Fall. Ein Knisterplüsch von Baby Love. Das ist eine Giraffe. Eine knisternde Giraffe. Also wenn ihr mal jemanden nerven wollt, nehmt die Giraffe mit und drückt da drauf rum. Für Babys bestimmt richtig genial. Ab 3 Monaten. Das dauert noch. Wir sind erstmal Woche 3. 3 Monate. Das muss ich jetzt erstmal benutzen, bis der Jonas damit rumknittern kann. Dann ein Brief. Den lesen wir uns am Ende durch. Dann nochmal Zeitung. Dann hier ein Pikachu. Ein Plüsch-Pikachu. Das sieht lustig aus. Das sieht auch voll gelb und fröhlich aus. Richtig toll. Nicht so wie das da hinten. Dann haben wir hier Feuchttücher. Wir haben nochmal Feuchttücher. Wir haben sensitive Feuchttücher. Feuchttücher. Wir haben Pflegeöl von Penaten. Irgendwann geht alles kaputt. Wir haben Puder von Penaten. Wir haben bisher noch kein einziges Mal gepudert. Dann Feuchttücher. Auch noch am Start. Babybad. Wir haben bisher 2-mal gebaden, Jonas und ich, aufeinander, nackt in der Wanne. Das war das schönste Erlebnis, was ich je hatte, ne? Zusammen baden mit dem Kind. Baby, was? Babybad. Riesenflasche. Boah, wie soll die denn leer werden, ja?
Dann Pembas. Stufe 2, das ist sehr gut. Der hat nämlich die Stufe 1 hinter sich. Die Stufe 1 ist mittlerweile jetzt auch zu klein. Der braucht jetzt auch die 2, also die Größe 2. Und jetzt hier ist auch Größe 2 drauf. Das ist auch sehr nützlich, sehr toll. Da wird sich Pupsi bestimmt mega freuen. Für diese Unterstützung und für die... Ne? Dankeschön, Timo, auf jeden Fall. Wenn Pupsi das sieht, wird sie sich mega freuen. Dann noch ein bisschen Carolina Reaper Pulver drauf. Und dann freue ich mich auch. Dann haben wir jetzt das letzte Paket von der Jennifer Brohn, also von der Shenaya. Das ist dieser Oschi hier. Der ist wieder mega schwer. Ich denke mal, Shenaya ist ja die, die versucht für Chill mit Ramses, für Montags, immer die Biervorräte zu sichern, die uns immer Kölschdosen schickt, weil die Kölschdosen ja am besten einschenken gehen und immer so super geniale ASMR-Bier-Sounds machen. Jetzt schlitzen wir das mal auf, gucken jetzt mal hier rein, was hier in dem Paket ist. Ach so, Moment. Pass, ich gebe euch kurz mal einen Einblick. So sieht das erstmal hier aus. Aber ich sehe gerade, ich habe was vergessen. Nicht nur, dass ich euch das nochmal zeigen wollte im Vergleich. Das ist mein Berlin-Pikachu, was ich immer zum Saufen nehme abends. Das knallt, also zum Schlafen, den ich müde bin. Das kann man einfach so in den Arm nehmen und dann gemütlich einschlafen. Das ist richtig cool. Das ist das und das ist von Timo. Guck mal, die haben beide genau den gleichen Gesichtsausdruck. Oh yes, oh sweet, oh. Finde ich toll, passt perfekt dazu. Ich habe meins, Jonas hat seins. Haben schon was von Bianca, jetzt hat er das. Wenn er mal groß ist, kriegt er das, wenn er weiß, was es ist. Aber wir haben doch noch den Brief. Timo hat doch einen Brief dabei gehabt. Den Brief müssen wir doch noch vorlesen. Liebe Sandra, lieber Ramses. Ne? Heißt nämlich wirklich so. Sandra heißt Sandra, die heißt nicht Pupsi, die heißt Sandra, aber ich heiße halt Ramses. So. Liebe Sandra, lieber Ramses, ich freue mich riesig, dass euer kleiner Jonas Habanero endlich da ist und ihr alle wohlauf seid. Erst wollte ich nur das kleine Plüsch-Pikachu schicken, aber dann überkam es mich und ich habe euch dieses Care-Paket fertig gemacht. Ich selbst habe keine Kinder, aber vermutlich kann man mit einer großen Portion Windeln und Reinigungstüchern wenig falsch machen, oder? Dann wünsche ich erstmal alles Liebe sowie Gute und hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Liebe Grüße auch an Marie, Molly, Adi und das Muttertier. Bayreuth, 25.05.23, euer Timo. Das ist auf jeden Fall mega brutal und ja, man macht damit nichts falsch. Am Tag verbrauchen wir gefühlt eine Packung Windeln und eine Packung Feuchttücher. Deswegen Feuchttücher immer gut, Windeln auch immer gut. Dankeschön, Timo. Und ja, wir sehen uns bald wieder am Geburtstag, am 16.07. bist du auch herzlich eingeladen. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wann das Video hier online kommt, aber freue ich mich auch, dich dann auch wiederzusehen. So, hier in dem Paket ist auch ein Brief drin, Ramse und Pupsi. Den gucken wir uns auch am Ende an. Holen jetzt erstmal das hier hoch, zu schauen, was hier drin ist. So, Papier, 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 noch mehr Papier. Eine fette Milka-Schokolade. Noch eine fette Milka-Schokolade. Die kann ich ja vielleicht meiner Mama geben. Die kann sie dann ihrer Schwester, der Katrin, geben. Und die gibt sie dann dem Bruder, dem Dirk. Und dann können die zusammen sich so eine fette Milka-Schokolade gönnen. Weil ich bin ja nicht der süße Typ. Ich glaube, sie kann auch mit Milka nicht so viel anfangen. Aber es wird auf jeden Fall alles immer verwendet. Meine Mama freut sich nämlich immer, wenn ich mal was Süßes habe, was Schokoladiges habe, dass das einfach... Ne? Dann haben wir hier ein Andi-Stress. Ach so, das sind Gummitierchen. Andi-Stress. Feinstes Fruchtgummi. Erinnert mich irgendwie gerade an Schänder. Feinstes Fruchtgummi. Andi Stress Fruchtgummi mit einem Gläschen. Das sieht auch interessant aus, ja. Steht da noch was drauf? Für dich eine liebevolle Auswahl hochwertiger Fruchtgummis für ein einzigartiges Geschmackserlebnis. Die süßen Geschenkemacher in Babenhausen. 100% Liebe für 100% Qualität. Fruchtgummis. Nehmen wir mal mit, geht.
Dann habe ich Shania gezeigt und gesagt und sie mir und alles und hin und her. Es gibt doch von Rauch Eistee jetzt diese Sonderedition von Julian Bam. Pupsi hatte ich jetzt letztens auch schon gesehen und mitgebracht. Shania wollte aber trotzdem mir auch mal welche zukommen lassen. Jetzt ist Pupsi ihr zuvor gekommen. Trotzdem fand ich die alle drei sehr lecker. Habe auch ein Testvideo gemacht. Keine Ahnung, wann das online kommt. Und günstiger Eistee für 59 Cent. Kein Influencer-Scheiß, der irgendwie, komm, wir hauen eine Dose für 3 Euro raus. Die Idioten kaufen eh alles. Nee, Rauch-Eistee einfach wie immer. Nur in besonderen Geschmacksrichtungen. Mit einem Namen Julian Bam drauf. Aber der ist auf dem Boden geblieben, so wie es scheint. Deswegen finde ich das richtig genial. Eisminz, Raspberry Taste, einmal diese Sorte. Dann haben wir hier drüben noch diesen Cola Gums Orange Taste. Das schmeckt also nach Cola Fläschchen. Und den Strawberry Stripes Kiwi Taste. Also Erdbeerstreifen mit Kiwi Geschmack. Und jetzt sehe ich, dass ich mir das ganze Fenster hier zubaue. Das möchte ich eigentlich gar nicht, also schmeiße ich einfach wieder alles hinter mich. Außer das Currypulver, das bleibt da stehen. So, was das ist, weiß ich nicht. Ach so, Papier, dann kann ich das jetzt wieder hinter mich werfen. Das geht auch fort, das geht weg. Hier haben wir noch eine Flasche. Noch eine Flasche. Kölsches Wasser Pink. Habe ich, glaube ich, vergessen zu testen damals. Werde ich diesmal aber testen, weil ich sehe, das sind etliche Sorten dabei. Kölsches Wasser Pink. Was genau das ist, frage ich euch jetzt aber nicht. Kölsches Wasser, Zitrone. Ja, da steht ja schon direkt drauf, was es ist. Die Schweine. Kölsches Wasser Orange. Dann können wir auch sagen, dass das Pinke natürlich Grapefruit war. Kölsches Wasser Grün. Mit Waldmeistergeschmack. Schwer bekloppt. Jetzt wieder hier alles hinter uns werfen. Das ist Kölsch. Schreckenskammer Kölsch, also Bier. Kenne ich auch. Hat Shania uns auch schon mal zugeschickt. Super kleine Flasche. Genialer Name. Schreckenskammer Kölsch. Wenn ich Kölsch trinke, dann das von der Shania. Ansonsten, ich selber würde mir kein Kölsch kaufen. Ich kaufe mir sowieso immer nichts. Aber Kölsch, geschenkten Kölsch, guckt man in die Dose, oder wie man sagt. Dann haben wir hier Dose Reisdorf Kölsch. Kennt ihr aus den Chill mit Ramses Streams. Zweite Dose Reisdorf Kölsch. Muss immer am Start sein. Ich glaube, wir haben sogar mal den großen Kölsch-Test gemacht irgendwann. Das sind jetzt sicherlich die anderen Kölschsorten auch, die ihr kennt und die wir lieben gelernt haben. Nämlich das Frühkölsch in der Campino-Dose, was auch richtig genial aussieht. Haben wir hier auch eins, natürlich noch eine zweite dazu. Die zwei stellen wir auch mal hier rüber jetzt. Adi-Schatz, seht ihr das? Da hinten ist ein Adi-Schatz irgendwo, oder? Adi, es wollte gerade runterfallen, da muss man aber jetzt mal aufpassen hier. So, hier haben wir noch das Rich Modis Kölsch. Das kenne ich auch. Auch richtig edles Design. Auch wieder zwei Dosen mit dabei. Das ist Papier. Das ist Papier. Wir haben das Gaffel Kölsch in der blauen Dose. Auch natürlich wieder zwei Dosen, die wir uns jetzt hier rüberlegen können. So wie wir die zwei weglegen können. Dann legt man die halt auch noch weg auf die Windeln drauf, damit man weiß, wo das alles hingeht. Der Rest, guckt euch das an, ist nur noch Papier, der Karton ist leer. Den schmeißen wir also jetzt auch hier hinter und haben noch diesen Briefumschlag übrig, den wir jetzt noch aufmachen, reinschauen, was die Shania da noch Feines hat. Ramse und Pupsi. Oh. Da ist noch was rausgefallen. Darf man das? 25 Euro im Briefumschlag. Noch für Windeln und Feuchttücher am besten. Nachträglich alles Gute zur Geburt vom kleinen Habanero Jonas Hess. Jonas Habanero Hess. Das klingt sonst komisch, oder? Habanero Jonas Hess.
Jonas Habanero Hess Flüssiggabe. Da bin ich wieder sehr kleinlich. Ich wünsche euch alles Liebe und Gute auf eurem weiteren Weg. Jenna, sie macht auch aus sich nicht die Shenaya, sondern die Jenna. Und guckt euch jetzt mal diese schöne Karte an. Da ist im Prinzip so ein Windspiel, da ein Propeller. Da hängen da lauter Gebambel dran. Zum Baby steht da. Da habt ihr eine Wolke, wo Baby steht. Da habt ihr eine Giraffe mit einer Fliege. Ihr habt einen Elefanten mit einer Mütze. Ihr habt einen Teddybär mit Schlafanzug und Trinkflasche. Und hier oben habt ihr eine Ente. Und die Ente ist sogar 3D. Also die ragt hier so ein Stück raus. Und der Rest hier, der Mond, die Sterne, die Herzchen, das funkelt alles, das glitzert alles. Das sieht auf jeden Fall sehr genial aus. Da freut sich der kleine Jonas Habanero Hess bestimmt, weil wir sammeln nämlich für ihn alles, was er jetzt kriegt, an Karten, an Geld, an sonst was. Und wenn er dann 18 ist und endlich auszieht, da geben wir ihm den ganzen Kreml in einem Karton mit und dann kann er damit machen, was er will. Und obendrauf natürlich Chili-Pulver, denn dafür steht er mit seinem Namen. Dankeschön an alle, die bis jetzt was geschickt haben und die gratuliert haben und die einfach da sind und die uns verfolgen, mich verfolgen. Ich verfolge euch auch bald und überhaupt. Danke, dass ihr mich begleitet auf meinen Reisen. Danke, dass ihr da seid und danke, dass ihr Freunde geworden seid. So viele von euch auch. Ich bedanke mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses, auch ein großes Danke von Pupsi, das weiß ich jetzt schon. Wenn ihr mir auch mal Fanpost schicken wollt, ein Paket schicken wollt, wenn ihr irgendwas seht, wo ihr sagt, das ist richtig cool, das muss der Ramses mal testen, dann schickt mir das, fragt mich an, privat, kann ich euch klar machen, oder wenn ihr wisst, auf was ich stehe und wollt mir eine Freude machen, oder wenn ihr was über die Amazon-Wunschliste bestellen wollt, könnt ihr mal in die Beschreibung gucken. Ansonsten, peace out, Vorhaut, euer Ramses, und irgendwann kann ich mir auch wieder eine Hose leisten. Ciao. Adi, Schatz, alles Gute. Sieht doch gar nicht so schlimm aus, oder? Jetzt ist hier die zwei Kartons. Jetzt ist hier das, hier steht noch das Pulver, da stehen die Biers, da sind die Haselinos und da ist jetzt der Rest. So muss ein Unboxing aussehen.